Herzlich willkommen zur Pressekonferenz am Sonntag, 26. Juli, auf dem Bundesparteitag der Piratenpartei Deutschland unter dem Motto Neue Horizonte 2017. Wir haben hier den neu gewählten Bundesvorsitzenden Stefan Körner zu meiner Rechten und den wiedergewählten, neu gewählten politischen Geschäftsführer der Piratenpartei Deutschland, Christos Dingliutis. Beide werden zunächst ein Statement abgeben, wie sie den Parteitag bis jetzt einordnen, wie sie ihn sehen. Und dann stehen sie beide für ihre Fragen zur Verfügung. Wir fangen an mit Stefan. Bitte. Ja, aus meiner Sicht ist dieser Bundesparteitag ein ziemlich großer Erfolg. Er hat ich glaube, zum allerersten Mal überhaupt in der Geschichte der Piratenpartei einem Bundesvorstand in der Form das Vertrauen ausgesprochen, dass der gesamte Bundesvorstand, soweit er wieder kandidiert hat, auch tatsächlich gewählt wurde. Das ist ein wirklicher Erfolg eben auch für unsere Arbeit der letzten 12, 13 Monate. Und er zeigt auch, dass das, was ich angekündigt habe, als ich das letzte Mal kandidiert und gewählt wurde, nämlich, dass ich mich dafür stark machen werde, dass die internen Auseinandersetzungen aufhören, tatsächlich auch funktioniert hat. Das ist aus meiner Sicht ein sehr großer Erfolg und ich bin stolz darauf, da auch tatsächlich einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben. Was mir gut gefallen hat, war eben das Konstruktive. Es gab keine GO-Schlachten, es gab keine endlos Debatten um Kleinigkeiten oder nur um irgendetwas zu verhindern. All das haben wir Piraten in der Vergangenheit immer wieder mal erlebt und das gab es hier nicht. Und deswegen ist es auch für mich so der schönste Parteitag, an den ich mich erinnern kann. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann es das letzte Mal so harmonisch war bei uns Piraten. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo wir uns in dieser Art und Weise unterhalten haben, konstruktiv, fokussiert. Ich bin der Meinung, wir sind erwachsen geworden. Wir sind erwachsen geworden als Piraten. Wir sind zielorientiert und arbeiten genauso, wie wir sollten. Jetzt ist es halt an uns und auch an den Bürgern, dass wir das, was ich halt auch in meiner Rede gesagt habe, die 7% in 2 Jahren schaffen. Und wir sind auf dem Weg mit einem Gefühl der neuen Horizonte, die wir als Motto haben. Und wir leben genauso in dieser Richtung. Wir sind und haben die Möglichkeit, gestärkt hier wieder rauszugehen. Und wir werden das auch tun. Es war einfach ein gigantisches Gefühl. Und ist es. Danke. Danke. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Bitte, wer möchte den Anfang machen? Bitte sehr. Sie haben gesagt, wir sind erwachsen geworden. Einige werden vielleicht sagen, die sich abheben wollen von den etablierten Parteien. Wir sind langweilig geworden. Was sagen Sie? Erwachsen heißt ja nicht, dass wir langweilig sind. Wir haben es immer noch drauf. Wir sind visionär. Wir haben die Möglichkeiten, als einzige Partei, meiner Ansicht nach, Visionen in die Gesellschaft zu bringen. Und wir bringen die. Weil wir haben wesentlich mehr Ahnung als alle anderen. Welche inhaltlichen Schwerpunkte sollen jetzt nach draußen gehen? Ich würde gerne das, was ich in der letzten Amtszeit angefangen habe, fortsetzen, nämlich mich dafür stark machen, dass wir in der Außendarstellung unserer Arbeit eben tatsächlich die Themen in den Mittelpunkt stellen, für die die Piratenpartei ursprünglich mal gegründet wurde. Also die Aufgabe, die Digitalisierung der Gesellschaft in die Politik zu tragen, dort die Gefahren, aber auch die Möglichkeiten aufzuzeigen und dafür zu sorgen, dass wir morgen in einer Gesellschaft leben, in der Mitbestimmung und Teilhabe möglich ist, ohne in einem Überwachungsstaat aufzuwachen. Das ist der Schwerpunkt meiner Arbeit und der wird für mich im Vordergrund stehen. Der zweite Teil, um den es bei uns immer auch geht, ist eben tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass die innerparteiliche Mitbestimmung vorangebracht wird. Das hakt im Augenblick ein bisschen.
Da haben wir so eine kleine Baustelle, aber auch die wird jetzt angegangen. Wir werden Möglichkeiten finden, um zwischen den Bundesparteitagen auch Entscheidungen zu treffen, die die Basis mit einbeziehen. Weitere Fragen? Da vorne sind Sie. Ja, wir sehen ja zum Beispiel beim Verkehrsminister Dobrindt, der schwächelt jetzt neben seiner Mautumsetzung auch mit dem Breitbandausbau die neue Handelsblattstand. Da die Frage zum Motto, das heißt ja total digital, was ist denn jetzt mit denen, die noch total analog sind, ohne Breitband, was hat da die Piratenpartei mit dem Ansatz? Also wir machen uns seit einer ganzen Weile dafür stark, eben tatsächlich auch den Breitbandausbau zu forcieren. Wir haben beispielsweise im Saarland ein Konzept gesehen, mit dem es möglich wäre, praktisch das gesamte Bundesland flächendeckend mit einem akzeptabel schnellen Internetzugang zu versorgen, ohne dass es gigantische Kosten verursachen würde. Nur traut sich die dort herrschende Regierung einfach nicht dran, weil es kein wichtiges Thema ist. Und das ist etwas, was die Piraten vorantreiben können. Wenn wir das einmal die Woche fordern, wird es irgendwann für die Regierung so kritisch, dass sie vielleicht dann doch mal darüber nachdenken, ein sowieso vorhandenes Konzept einfach mal umzusetzen. Das sind so Dinge, die wir als Piraten tatsächlich auch tun können und wollen. Weil so Konzentration auf die Kernthemen. Es gibt ja auch Piraten, die für Beimischungen sorgen könnten bei anderen Themen. Warum wird das nicht verfolgt? Das ist nicht so, dass wir da irgendjemanden ausbremsen oder zurückhalten. Ganz im Gegenteil, die programmatische Arbeit der Piratenpartei hat in der Vergangenheit nach meinem Gefühl wunderbar funktioniert. Wir haben sehr, sehr viele Bundesparteitagsbeschlüsse zu allen möglichen Themen gefasst. Wir haben in allen vergangenen Wahlkämpfen sehr umfangreiche Wahlprogramme gehabt. Also es ist nicht so, dass man innerhalb der Piratenpartei keine Möglichkeit hat, tatsächlich politische Akzente zu setzen und die Programmatik voranzutreiben. Das Einzige, was ich eben gerne tun würde, ist die Außendarstellung auf bestimmte Themen zu konzentrieren. Und das macht in meinen Augen sehr, sehr großen Sinn, weil die Aufmerksamkeit, die man bekommt, einfach begrenzt ist. Und wenn ich jemanden, der mich fragt, wofür die Piraten stehen, als Antwort einfach mein Grundsatzprogramm mit 200 Seiten auf den Tisch lege, dann ist er genauso schlau wie vorher. Deswegen brauchen wir prägnante Antworten und die kann man eben formulieren, wenn man sich auf ein kleines Subset von Themen konzentriert. Die sogenannten Themen, die wir haben, wo wir wahrgenommen werden nach außen, sind unsere Themen. Das ist der Motor. Der Motor für die Außendarstellung. Mit diesem Motor der Kernthemen können wir natürlich auch alle anderen nehmen. Und wenn wir komplett alle Themen zusammennehmen, dann sind wir halt im Endeffekt ein Ferrari. Wir sind dann halt ein Auto, ein Fahrzeug, was sehr, sehr schnell fahren kann. Aber nur gesamt. Aber der Motor wird immer unser Kernthema bleiben. Vielleicht solltest du noch darauf hinweisen, dass wir keine Werbung für bestimmte Automarken machen. Sure. Bitte sehr. Viele Bürger, Menschen würden sich ja so ein bisschen mehr Aggressivität wünschen. Also gerade was die NSA-Affäre angeht. Was kann die Piratenpartei dazu beitragen? NSA sind wir diejenigen, die das verfolgen. Wir sind diejenigen, die verstärkt dabei sind mittlerweile im Schnitt, ich glaube 3 oder 4 Piraten, die jedes Mal beim NSA-Ausschuss sind. Wir sind die Leute, die fachlich davon Ahnung haben. Und wir sind eigentlich diejenigen, die auch mit den anderen zusammenarbeiten. Wir sind die Partei, die im Endeffekt sich aufregt, oder ich persönlich rege mich über einen NSA-Zeugen auf, wenn ich dann BND-Zeugen mir anhöre und sehe, dass dort von hinten und vorne gelogen wird. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel eine Mathematik studierte Person mir nicht sagen kann im Ausschuss oder dem Ausschuss nicht sagen kann, was für Datenmengen gespeichert werden. Es kann nicht sein, dass der BND sich hinstellt und keine Ahnung hat, was in ihrem Bereich ist und jeder Fachabteilungsleiter in diesen Ausschuss immer hin und her schiebt. Und sagt, der andere ist dafür zuständig. Ich wusste gar nicht, also bevor ich in diesen Ausschuss war, wusste ich gar nicht, dass der BND gefühlte 85.000 Abteilungen hat. Und keiner ist zuständig. Weder der Vizepräsident noch irgendjemand hat irgendeine Ahnung. Wir werden definitiv, und das kann ich versprechen, wir werden die Wunde
die da ist, wir werden sie versuchen zu lösen oder zu verbinden und wir werden immer wieder darüber berichten, über den NSA-Ausschuss. Bitte sehr. Noch eine Frage. Es wäre ja übertrieben zu sagen, es gibt allgemeines Entsetzen wegen allem, was wir jetzt über die NSA und über die Vorratsdatenspeicherung wissen, die eingeführt werden soll. Der Herr Lammert sagte sogar, es gehe das Ganze sehr gelassen. Das ist ja ganz anders als das, was wir beispielsweise im Jahr 84 oder 83 vor der großen Volkszählung hatten. Was ging da schief? Was muss passieren, damit dieses Bewusstsein, dieses Verlangen nach Privatsphäre wiederkommt? Das ist eine in der Tat sehr interessante Frage, über die ich auch schon mal nachgedacht habe, weil ich mich eben daran erinnern kann, dass bei der Volkszählung in den 80er Jahren am Ende eine riesen Protestwelle war. Und es gab ja vor kurzem eine neue Erhebung, der ja sang- und klanglos an den Leuten vorübergegangen ist. Offensichtlich hat sich da tatsächlich in der Wahrnehmung der Bevölkerung etwas verändert. Meine Theorie dazu ist, dass es tatsächlich daran liegt, dass wir gewohnt sind, Informationen von uns preiszugeben, was wir in der Form früher nie gemacht hätten, weil wir beispielsweise auf Twitter schreiben, dass wir gerade auf dem Weg in die Dusche sind oder auf Facebook posten, dass wir uns auf die Verabredung mit einem Freund freuen. Und das sind persönliche, private Informationen, die man früher so in der Form nie öffentlich gemacht hätte. Möglicherweise hat sich da die Wahrnehmung verschoben. Aber wenn man sich anschaut, wie lange die Berichterstattung beispielsweise zum NSA-Skandal schon anhält, wenn man sich anschaut, wie groß dann plötzlich doch der Protest ist, wenn Facebook plötzlich seine AGBs verändert, dann zeigt das, dass da möglicherweise am Anfang vielleicht etwas großzügig mit seinen privaten Informationen umgegangen wurde und vielleicht jetzt ein leichtes Umdenken einsetzt. Und ich glaube, die gesellschaftliche Aufgabe, die die Piratenpartei hat, ist eben genau an der Stelle tatsächlich darauf hinzuweisen, dass da eine Gefahr besteht und zu sensibilisieren. Und wenn uns das gelingt, haben wir am Ende dann eben auch tatsächlich die Chance, die Politik damit zu verändern. Noch Fragen? Würde ich doch noch eine Frage an. Ja, bitte. Schließen, wenn sonst niemand möchte. Die Piraten sehen ja die Technik als Chance an und nicht als Gefahr, so steht es zumindest, wenn ich das richtig weiß, im Grundsatzprogramm. Die Technik, die hier im Land benutzt wird, wird aber weitgehend importiert. Das ist ein Computer oder die Dienste, die wir schon benutzen, angefangen von Google, Microsoft, Apple und so weiter. Ist das auch eine bestimmte Lethargie, dass man sagt, wenn man nur importiert, nicht selbst was tut, hat man auch keine Einflussmöglichkeit? Ja, das ist jetzt vielleicht eher eine Frage, die man einem Vertreter des Industrieverbands stellen müsste, statt den Piraten. Aber tatsächlich haben wir da insgesamt inzwischen ein Problem. Wir haben kritische Infrastruktur, die wir wirklich nur kaufen können und für die es keine eigenen Anbieter mehr im Land gibt. Und wie wir aus den Unterlagen, die Snowden dankenswerterweise veröffentlicht hat, ist es tatsächlich auch gängig, dass eben in solche Hardware-Infrastrukturelemente Backdoors eingebaut werden, die eine Überwachung ermöglichen. Ich könnte mir vorstellen, dass es langfristig tatsächlich notwendig ist, da mit Subventionen oder mit gesetzlichen Auflagen in irgendeiner Form Steuern einzugreifen. Genau das ist ja die Aufgabe des Gesetzgebers, um dafür zu sorgen, dass es zumindest grundlegende Infrastruktur Komponenten eben auch in einer Form gibt, die sicher ist. Das ist aber etwas, was langfristig gemacht werden muss und wahrscheinlich nur mit Geld zu lösen ist. Schafft man entsprechende Steueranreize oder Subventionen für die Entwicklung eigener Produkte, dann wird es eben plötzlich wieder interessant für Hardwarehersteller auch in Deutschland zu produzieren und vor allen Dingen auch zu entwickeln. Dazu müssten wir allerdings tatsächlich mehr Einfluss auf den Bundestag haben. Bitte sehr. Haben wir überhaupt noch eine Demokratie bei den ganzen Dingen, die passieren? Also Vokalis hat letztens sowas geschrieben, der Ex-Finanzminister Griechenlands, der wurde interviewt und meinte, was er da in der EU erlebt hat, ist nicht mehr sehr demokratisch. Also da wurden ja Wahlen, die in Griechenland stattfanden, nicht mehr ernst genommen. Ja, mein Landsmann, der Varoufakis, ich weiß, was er geschrieben hat. Es ist momentan auch gefährlich und die Demokratie, wie wir Griechen, und darauf spielt er wahrscheinlich an, uns das vorgestellt haben, früher gibt es in dem Sinne nicht.
auf europäischer Ebene. Du hast das beste Beispiel bei den Delegierten der SPD gehabt. Die waren in Berlin und viele kleine Bezirksparteitage haben gesagt, wir werden uns gegen die Vorratsdatenspeicherung stellen. Und was passierte in Berlin? Der Eindruck, der mir kam, war top-down, das heißt, Delegierte wurden unter Druck gesetzt und auf einmal hatte die SPD pro VDS gestimmt. Das ist ein Beispiel für mich, wie Demokratie nie laufen sollte. Das freie Mandat, der Mensch muss seine Meinung haben und nicht, weil eine Kraft aus NRW oder ein Gabriel der Meinung sind, dass sie irgendwas durchsetzen wollen. Das hat mit Demokratie aus meiner Sicht gar nichts mehr zu tun. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, vielleicht passend dazu noch. Wir haben ja hier 519 Delegierte um 12.30 Uhr, glaube ich, heute. Das sind also die Leute, die abstimmen dürfen, zum Beispiel bei einer Wahl des Vorsitzenden oder bei irgendwelchen Anträgen. Spannend finde ich, wie viele Delegierte haben denn bei der SPD zum Beispiel abgestimmt? Bei der letzten, wissen wir das? Wissen wir gar nicht, ne? Die genaue Anzahl weiß ich nicht. Also wissen wir? Ach so, ja, wissen wir. Ja. Hatte die SPD 600 Delegierte bei 831.000 Mitgliedern. 831.000 Mitglieder. Das ist ein prozentualer Satz von 1,3% und wir haben 28,9%. Also, ich bedanke mich ans Team. Wir hatten, also die SPD hatte 600 Delegierte, einen prozentualen Anteil von 1,3%. Nimmst du dann die ist ja keine Volkspartei mehr, das ist ja so eine kleine Partei geworden mit irgendwie 20%. Wenn du die 20% nimmst und davon 1,3% dürfen von den Leuten in irgendeiner Art und Weise was mitmachen, bedeutet das, das ist eine gewisse Elite, die dort arbeitet. Es ist eine gewisse Elite, die darüber bestimmt, was im Endeffekt 20% der Bevölkerung tätigen. Das hat aus meiner Sicht mit Demokratie in keiner Art und Weise zu tun. Ich bin aber Soziologe, aber aus meinem Bauchgefühl würde ich das nicht als Demokratie nennen. Noch Fragen? Ja, vielleicht noch ein. Bitte sehr. Wird es in absehbarer Zukunft eine ständige Mitgliederversammlung oder was Ähnliches geben? Das Thema ständige Mitgliederversammlung ist innerhalb der Piratenpartei herzhaft diskutiert und noch nicht abschließend beschlossen. Es wird mit Sicherheit weitere Bundesparteitage geben, auf denen es auch dazu wieder Anträge geben wird und Diskussionen, auf die ich mich bereits jetzt freue. Aber ich kann tatsächlich an der Stelle nicht sagen, ob es etwas derartiges geben wird oder nicht, weil wir an der Stelle halt immer noch das Problem haben, dass wir da innerhalb der Piratenpartei zwei Positionen haben. Die einen finden Wahlcomputer akzeptabel, weil sie wissen, wie man Computer einigermaßen sicher machen kann. Die anderen finden Wahlcomputer für kritisch und genau das ist das Dilemma in dieser Diskussion. Deswegen wird die Diskussion mit Sicherheit weiter spannend bleiben. Gut, die letzte Runde. Wer hat noch? Bitte sehr. Ich würde gerne noch mal nachfragen, was die Akkreditierten angeht. Liegen mittlerweile Zahlen darüber vor, wie die sich regional zusammensetzen, also wie viele, wie die Mengenverhältnisse aus den verschiedenen Landesverbänden sind? Und liegen andere sozial strukturelle Daten darüber vor, wie viele Männer, wie viele Frauen zum Beispiel sind? Also bei mir bislang nicht. Ich gucke mal fragend in das Off. Das Off schüttelt den Kopf. Wir haben in der Vergangenheit allerdings Analysen gemacht, weil es uns eben immer interessiert hat, wie setzen sich die Teilnehmer eines Bundesparteitags zusammen, weil wir die Diskussion ja jedes Mal führen, wo soll der nächste stattfinden. Und die Erfahrung war, dass es zwar immer so eine kleine Auswirkung hat, natürlich ist es für Südhessen und Nordbayern im Augenblick relativ einfach zu diesem Bundesparteitag zu kommen. Die Auswirkung darauf insgesamt aber relativ gering ist, also das liegt im wenigen Prozentbereich, wo da tatsächlich dann die Differenzen, soweit ich weiß, in der Vergangenheit waren. Worauf es keinen Einfluss haben soll, zumindest wenn ich die Studie richtig verstanden habe, die da mal ein Mitglied aufgestellt hat, ist tatsächlich auf die Wahlergebnisse. Also die Zusammensetzung des Vorstands hängt wirklich nach dem eben nicht davon ab, wo der Bundesparteitag stattgefunden hat. Okay. Vielleicht noch ein Nachsatz. Ich
gehe davon aus, dass auch die Zusammensetzung der Teilnehmer, was die Geschlechter betrifft, nach wie vor relativ konstant ist. Das ist aber etwas, was wir in der Vergangenheit nicht erhoben haben und auch in der Zukunft nicht erheben wollen. Vielleicht kann man was dazu sagen. Es ist im Endeffekt prozentual immer genauso gewesen, dass es egal, ob wir es in Halle gemacht haben oder ob wir es in Bingen gemacht haben oder Neumünster, Neumarkt, wie die ganzen Parteitage hießen, oder Chemnitz, Hamburg noch ganz früher. Prozentual war es immer ungefähr gleich von den Landesverbänden. Also es nimmt keinen Einfluss ein. Die Leute kommen, es gibt immer die Möglichkeit, die Landesverbände bieten meistens Busse aus Berlin, Sachsen oder wo auch immer. Und diese Möglichkeit der Teilhabe, die bieten wir an und die haben wir auch. Und dementsprechend sehe ich da keine Probleme. Auf Ihre Frage zurückzukommen, was für ein prozentualer Anteil, ob Frauen oder Männer. Wir sind Piraten, ganz ehrlich. Es ist uns egal, ob einer Mann, Frau oder Eichhörnchen ist. Das passt schon. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, ich habe noch eine. Der Bundesvorstand ist ja in Gänze, also fast in Gänze neu gewählt worden, wieder bestätigt worden. Wie sehen die nächsten Schritte aus, also die nächsten Tage, 2-3 Wochen? Was wird passieren? Ja gut, der erste Schritt ist nach einem Bundesparteitag immer eine konstituierende Sitzung, in der einfach auch dann tatsächlich der Vorstand sich selbst eine Geschäftsordnung gibt, um festzulegen, wer welche Geschäftsbereiche übernimmt. Wir haben aufgrund der Tatsache, dass es eben im Prinzip eine Bestätigung des bisherigen Teams war, wahrscheinlich in großen Zügen die Geschäftsordnung eh schon. Die Aufgaben werden gleich bleiben. Es macht keinen Sinn, das jetzt alles neu durchzuwürfeln. Wir sind keine Bundesregierung, wo dann die Ministerämter mal eben nach Proporz oder was auch immer vergeben werden. Und demzufolge ist der Punkt wahrscheinlich eh schon geklärt. Was auch geplant ist, ist in möglichst kurzer Zeit ein Klausurwochenende zu organisieren, bei dem sich der Bundesvorstand dann einfach auch nochmal in Ruhe zusammensetzt und die jetzt neu gewählten 2 weiteren Mitglieder eben tatsächlich dann auch mit ins Team aufnimmt, weil wir in der Vergangenheit eben festgestellt haben, dass wir nur gemeinsam auch tatsächlich eine vernünftige Chance haben, konfliktarm eine Amtszeit zu überstehen, und dass es uns als Vorstand einfach in der Partei mit dem Hintergrund, den wir in den vergangenen Jahren immer wieder mal gesehen haben, extrem wichtig. Es ist halt ungemein wichtig, dass du im Team arbeitest und auch zusammenarbeitest, und das haben wir halt letztes Jahr bewiesen. Und diese erfolgreiche Arbeit werden wir nicht anhand einer GO oder sonst was, wir werden einfach weiterarbeiten. Wir beide werden, gehe ich jetzt mal von aus, für die Öffentlichkeitsarbeit wieder zuständig sein. Ich werde meine Punkte behalten, der Stefan wird genau seine Punkte behalten. Die erfolgreiche Arbeit, die wir getätigt haben, wird einfach weiter fortgeführt. Ja, Carsten, wird fortgeführt. Und der erste Step war, Ruhe in die Partei zu kriegen. Das haben wir geschafft. Und jetzt kommt es wieder, dass wir nach außen gehen werden und laut sein werden, indem wir dann wieder auf ein Ziel hinarbeiten, wo wir auch gerne sein wollen. Ja, vielen Dank an beide, Stefan Körner, Christos Dinkeliotis. Vielen Dank an Sie fürs Kommen und auf Wiedersehen. Falls es noch Fragen gibt im Nachgang, dann können Sie die gerne bilateral dann klären. Danke.